Hallo, schönen guten Tag hier bei der Enzyklopädie der Drogen. Zu meiner Rechten habe ich Dr. Kulturerbe Achim. Hallo. Zu meiner Linken habe ich Professor Fruchtmax. Ich bin Hugo Nameless und heute erzählen wir euch was über Kokain. Hier haben wir jetzt die chemische Formel von Kokain. So wird es hergestellt und so wird es auch gezogen. Am besten legt ihr euch die Bahnen so. Ja, es gibt es in einigen Erscheinungsformen, zum Beispiel Pulver. Es gibt die Rocks, es gibt es als Crystal. Crack, das eigentliche Coca-Blatt, wird gekaut. Und dann zieht man es durch die Nase. Oder spritzt es sich. Oder raucht es. Straßennamen für Kokain gibt es viele, zum Beispiel Moki, Hannah Montana, Yola, Nasenkaffee, Britney Spears, Kaffeeweißer, Edelweiß, Yayo, den David Hasselhoff. Ja, man kann Koks nehmen, wenn man mit einer ahnbaren Dame gewisse Dinge machen möchte. Oder um verdammt cooler Dude zu sein. Oder es sich nur einzubilden. Koks sollte man eigentlich erst anfassen, wenn man so ein Maserati in der Tiefgarage stehen hat. So. Wenn ihr euch Geld leiht, um zu koksen, dann geht's nur noch bergab. Koks wird meistens sehr berauschend und verdammt wildmachend. Man schätzt seine Grenzen falsch ein. Man denkt, man wäre jemand, der man aber nicht ist. Das Ego ist größer als alles andere. Und auch meistens der Penis. Für Kokain gilt wie für alle anderen Drogen auch. Es gibt euch schöne Gefühle, aber die sind nur geliehen. Gönnt euch hart, aber verhältnismäßig. Macht's gut. Wie